Willkommen zurück. Beim letzten Mal hatten wir die Mission Albara auszuschalten. Wir haben uns in sein Anwesen begeben gehabt, waren bereit, mit der Sniper Rifle ihn auszuschalten. Aber als wir dann Informationen bekommen haben, die etwas fragwürdig waren, haben wir uns dafür entschieden, das Ganze nicht zu machen. Als wir dann hier zurückgekommen sind, gab es mehrere Nachrichten. Eine Nachricht war von Scarlet Lake, Madame, die wir im Flugzeug getroffen hatten. Und sie hat nach mehr Informationen gefragt. Wir hatten überlegt, was wir nehmen. Und wir haben uns dafür entschieden gehabt, erstmal so ein bisschen, noch ein bisschen sie zappeln zu lassen, haben gefragt, vielleicht hast du ja erstmal ein paar Informationen für mich, dann kann ich dir Informationen vielleicht geben. Und die nächste Mail, die wir bekommen hatten, war von Albara persönlich. Er hat gewusst, dass wir versucht haben, ihn umzubringen, und er möchte sich mit uns treffen. Und da hatten wir die Möglichkeit gehabt, direkt auf antworten zu können, aber wir sind hingegangen und haben das Ganze an Mina weitergeleitet und haben sie darum gebeten, ein paar Informationen zu bekommen, einfach um zu wissen, wie hat er es geschafft, an diese E-Mail-Adresse ranzukommen, ist diese E-Mail von ihm wiederum echt und so weiter und so fort. Ansonsten, wir haben noch weitere Sachen, die wir uns angucken können. Wir hatten bisher ja wirklich nur das Foto von Darcy und das da hinten, aber hier gibt es noch ein paar mehr. Agent Darcy sent me this for acing the training course. He misspelled my name, Thornton. A classic Darcy. Ansonsten hier ist auch wieder Nasri's Barrett und Stealth Course. There's a note from Parker here. The agency made me give this to you. What a guy. A la salute. Das sieht nach einem nicht gesunden Energy Drink aus. Und dann haben wir hier hinten noch. Ah, great. A picture of Darcy. He wrote, Mike and Sean, fuck yeah! With 3 exclamation points. Das wirkt alles ein bisschen merkwürdig. Denn so wie sich das Spiel so ein bisschen abgelaufen ist bisher, hat man das Gefühl, man war so für so vielleicht 2 Tage bei Alpha Protocol, hat dann seine Mission gestartet. Und ja, die Bilder geben so eher, wir wären schon so jahrelang zusammen, sind gute Freunde und jetzt ist das passiert, oh nein, und jetzt ist der gute Freund gegen einen etc. Aber das kommt bisher nicht so rüber. Wir hatten beim letzten Mal diese E-Mails beantwortet gehabt und wir könnten jetzt theoretisch auch ohne Probleme hingehen und könnten die nächste Mission machen. Kontakt Jubil Albara, da gehen wir in das Café und könnten uns mit ihm treffen. Aber so wie wir die E-Mail beantwortet hatten, wir wollen ja erst mehr Informationen sammeln. Die Informationen kommen natürlich nicht einfach nach wenigen Sekunden wieder zurück. Dementsprechend würde ich einfach mal sagen, wir gehen hin und machen was anderes. Und zwar, wir gehen hin und gucken uns wirklich die anderen beiden Punkte, Moskau und Taipei, an. Gucken uns da die Safehäuser an und gucken, wie das Ganze sich insgesamt dann abspielt. Einfach um zu wissen, wenn wir jetzt hier hingehen, die beiden sich angucken, wird dann das in Rom weitergehen? Kriegen wir dann tatsächlich die E-Mail, die Informationen über Rom gibt? Kann sogar passieren, dass die Mission, die wir in Rom haben, auf einmal abläuft? Dass man wirklich sagt, man hat vielleicht eine Mission oder 2 Zeit darauf zu reagieren und wenn man das nicht macht, dann sind die Informationen, die man da eventuell bekommen könnte, weg. Wir werden sehen, wie das Ganze abläuft und ich würde sagen, wir fangen auch einfach mit Moskau an. Moskau Safehouse. Alpha Protocol Safehouse in Moskau, which schützt wir as a base of operation for attempting to track the path of the missing missiles that were shipped to Saudi Arabia through Moskau. Welcome to Moscow, Mike. How do you like your new apartment? Nice digs. I see where all that Black Ops funding really goes now. Invoking Alpha Protocol does have its upside. Jealous. Of you freezing your butt off in Moscow? Not so much. Although there is a certain appeal to sitting in that loft drinking cocoa while you are crawling around in the snow. Ooh, you're a cruel woman. All right, down to business then. Do you have a plan of attack for Moscow? I've got a few leads from Saudi to follow up on. We'll see where those take me. Sounds like a solid plan. What will you follow up on first? Not sure yet. The missile launchers were moved through Leningradsky Station. There might be intel there. I've also got a CIA informant codenamed Grigori, and a mob underboss called Lazo. Finding those missiles is important, although more information would be helpful. But from his file, Grigori looks like the type who would sell information about you to interested parties. Lazo might be able to provide some leads too. Getting the lay of the land would be helpful. I'd rather not walk into an ambush if I can help it. Smart plan. Call me when you have anything. Interessant. Neues Gebiet. Und wir kommen gleich einige neue Informationen.
Und ich würde sagen, wir gucken uns hier einfach mal gepflegt um. Ich meine, klar, was wäre Moskau ohne Schnee? Letztlich sieht das Ganze nicht unbedingt wie Moskau aus, aber gut. Ich denke, wir müssen mit der Werbung da draußen leben, dass das einfach Moskau ist. Ansonsten, wir sehen schon, gewisse Sachen finden wir auch hier wieder vor, die wir aus dem anderen schon kannten. Ansonsten sieht das aber meines Erachtens sogar fast besser aus als das, was wir in Rom hatten. So gewisse Sachen würde ich zwar ändern wollen, weil das hier zum Beispiel sieht ziemlich merkwürdig aus. Also Küche und ähnliches. Und holy shit. Ich glaube, manche Leute haben nicht mal... Hallo. Guten Tag. Das ist kein Tisch da hinten. Das ist kein Tisch. Hier können wir weiterhin wechseln. Und zu guter Letzt gehen wir noch hier hoch. Da haben wir alles Wichtige für Missionen. Okay. Wie wir gesehen haben, haben wir theoretisch auch hier wieder neue Missionen am Start. Ich würde jetzt sagen, wir gucken jetzt bereits schon mal, ob es E-Mails gibt. Okay. We need to meet. So, ich gucke nochmal ganz kurz. Das ist die. Genau, wir haben von Dings bekommen. Hey Mike, that email address is indeed Jabril's and it was sent from Roman IP address. That said, 1,000 government have ABBA on the watch list, and unless someone's running an excellent decoy orchestration, ABBA's been spotted fleeing Italy on the first flight to Turkey he could find. I'm pretty sure this is a setup though. Café Trifono is a pretty odd place to kill someone without drawing a crowd. It's your call, Mike, but I would suggest going there and keep your wits about you. Und zu guter Letzt, Incentive. I'm sure I can think of something, but why bother? Right now there's not much in it for me unless you find something juicy to share. Verdammt. Don't read into that or you'll be at risk for boring me further. Schade. Hätte sein können, dass sie erst was rausrückten, dann wir vielleicht was geben. Interessant. Also wir wissen, Kollege ist scheinbar auf der Flucht. Das ist natürlich nicht fein. Das ist natürlich echt nicht fein. Die Frage ist dementsprechend, was passiert? Wir haben hier drei Sachen, die wir theoretisch machen könnten. Wie gesagt, werden wir jetzt erstmal noch nicht, denn Rom ist da immer noch der Punkt, den ich aktuell erstmal weiter verfolgen möchte. Okay, wir müssten dann wirklich erst ins Safehouse zurück. Dann machen wir ruhig erstmal Taipei noch, einfach um das Ganze abzurunden. Another protocol Safehouse in Taipei, which should be a version to tend towards assassination of Ronald Tsang. This is it? After Rome, I was expecting something a little more upscale. Maybe you should unwind after the flight. Maybe take a shower. Shower? Oh, this is one of those secret agent hidden entrance things, isn't it? Well, it was until you started talking about it. Oh boy. Oh boy. Musikroom. Okay, gucken wir uns mal hier um. Oh, wir gehen nach unten. Are you sure about this? Positive. Trust me. Okay. See? What did I tell you? I stand corrected. This is a hell of an operation center. I'll be able to do some real good here. I'm glad you like it. Now that you've made it to Taipei, what are your plans? Priority one is to find out more about this assassination attempt. Agreed. How are you going to go about it? I've got three leads to start with. This Stephen Heck guy seems like he knows what's going on in Taipei. He might be able to answer some questions. Be careful, Mike. I've checked my databanks, and I can't find any evidence that Stephen Heck has ever worked for the CIA. I'll be on my guard. There's also that anomalous data trail from Shahid's system. Any luck tracing it down? I managed to follow it back to a place in the warehouse district. I'm forwarding the address to you now. What's the final lead? Simple. Follow the money.
Shahid was funneling large amounts of money to a front corporation for the White Oak Mountain Triad. I think I can persuade them to tell me why. Sounds like you've got everything figured out. Isn't that why you love me? You watch yourself out there, Mr. Thornton. Always. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal das echte Apartment noch schnell an. Das scheint alles mehr oder weniger in einer Sache zusammenzuhängen. Ja, also ich würde sagen, neat. Also wie gesagt, im Endeffekt sehen alle zwar unterschiedlich aus, haben aber alle die gleiche Funktion. Von daher okidoki in der Hinsicht. So. Wo jetzt zum Beispiel hier solche Informationen, auch wenn man da nicht ernsthaft was lesen kann. Schick. So, die Frage ist, und ich glaube, das ist so einer der großen Pluspunkte dieses Spiels ist, je nachdem, wie man die ganze Sache in der Reihenfolge angeht, können Sachen unterschiedlich ablaufen. Was ich jedoch wirklich weiterhin machen möchte, auch wenn wir jetzt hier wirklich halt weitere Sachen in diesem Gebiet haben, ist wirklich erstmal Rom abzuschließen. Also sagen wir, machen wirklich erstmal die Sache hier und je nachdem, was da jetzt wirklich dabei rumkommt in diesem Gespräch, werden wir dann das nächste springen. Wenn es noch was in Rom gibt, machen wir logischerweise da weiter. Falls jetzt irgendwie heißt, oh, das ist was in Moskau, gehen wir dahin. Falls in Taipei, dann dahin. Die Mission ist also tatsächlich weiterhin vorhanden, hat sich also nichts geändert. Also würde ich tatsächlich sagen, gehen wir dort mal tatsächlich hin. Obwohl, wir haben noch, wir können noch Intel holen. Intel ist ganz wichtig, denn da war noch, dass wir weitere Informationen zu Harburg bekommen können. Und wir kriegen zwar mittlerweile so gut wie überhaupt kein Geld mehr wirklich rein, aber ich denke, dass der Kollege hier, den wir haben, sehr, sehr wichtig ist. Entsprechend hier weitere Informationen zu haben, die wir im Gespräch benutzen könnten, wäre gut. Dementsprechend gehen wir noch nicht hin, sondern wir gehen tatsächlich erstmal hin und holen uns Informationen. Wir hatten hier meines Erachtens alles schon. Wir gucken nochmal ganz kurz. Secret Fact, Jibir is a confirmed cell leader of Al-Samad, and while his sympathies clearly lie with the terrorist organization, the State Department has implicated him in various financial corruption scandals. But this information doesn't match Interpol's financial records on Al-Bara. Strangely enough, the State Department's evidence was added to Al-Bara's file a few months before Operation Desert Spear was set in motion to deal with Shahid. Okay, also das ist... Das stimmt, das haben wir dann also bei der einen Mission herausbekommen. So, und das ist Handy Lalat. Marburg, so. Marburg was Chief of Security for Harburg a year ago before he resigned and took up the job of Chief of Operation for the Veteran Combat Initiative. Whatever his reason for the transfer, it is unlikely he has given up his commitment to Harburg, so the career change is something of a mystery. Wir haben 66% hier übrigens. Judging from employee reports from his tenure at Harburg, Marburg doesn't have a good read on people. In almost all respects, except for military hires, he chooses employees poorly. He assumes professionalism and loyalty, yet doesn't test for it. But once an employee has proven themselves disloyal, he is quick to let them go in severe or ties. He gives people one chance to prove themselves, and if they let him down, he lets them go abruptly. Marburg still carries out VCI field operations, and judging from the debriefing, he is a one-man army. Okay. He has carried out operations in Kuwait, South Africa, and was believed to have been involved in an oil refinery explosion in Moscow. In each instance, he was in and out quickly and efficiently. Er ist 65 Jahre alt. Vermutlich ist er überraschend stark weiterhin. Marburg keeps his mission in mind. He has no sense of bravado or chivalry and will retreat from a battle if a prolonged firefight is jeopardizing his mission. He accepts the same of his subordinates and they all understand the nature of sacrifice when it comes to accomplishing an objective. Ich denke, gerade der letzte Punkt ist wichtig zu wissen, dass der Kollege immer die Mission im Hinterkopf hat.
Was uns das im Endeffekt jetzt bringen wird, im jetzt den kommenden Gespräch, werden wir sehen. No sign of Albara yet. Maybe he stood you up. I don't know. Something feels wrong. Well, stay alert. I'm starting to trust your instincts. Sorry, that's... Switch off your transmitter. If you reach for your gun, one of my men will put a bullet in your skull. Transmitter's off. I don't plan on reaching for my gun unless you make it necessary. Once I have the information I need, I plan to leave. You will not be harmed. Perhaps you thought you could enter Rome under the radar. You almost did. But you broadcast your location. Eventually. I had to. You were my last lead. I'm here to find out what Halbeck is doing in Rome and their ties to Alcimade. And what led you to believe that Halbeck has any interests in Rome or Alcimade? Are you denying that either one is true? I do not believe you would have come here without evidence. What makes you think that? You aren't here in an official capacity. You are operating under Alpha Protocol. Interesting. Considering the program's secret, I would have expected you to say traitor, unless you have insider knowledge. If you think you're the first to be abandoned by your government, you would be wrong. You are Michael Thornton. Many of the files of your former ops are buried. A field agent. I'm an operative now. After Saudi, I had to change my 5-year plan. I'm guessing you're here to confirm the file you have on me. Anything else you need to check? Reports place you as someone loyal to your country, and who believes in carrying their missions through. Is that so odd? In today's day and age, yes. But not to me. So, you know a great deal about me, and I know who you are. You're Leyland's right-hand man, his lackey, toady, henchman. And you wear those gloves to keep the blood off your hands. I've read your dossier. You've lived a full life. Kuwait, South Africa, that oil refinery explosion in Moscow. It's like a concert tour with you. Yes. You, on the other hand, have managed to enter Rome quietly. I didn't know you were here until an hour ago. You're skilled at keeping a low profile. No murders, no public announcement. Very impressive. What happened to Albara? Dead, of course. Once you'd ID'd him, well, his use to me was at an end. In less than a day's time, you have already managed to cause me considerable inconvenience. Now, tell me what you're doing here. I was tracking down a lead, and it looks like I've found it. I see. So you thought all you had to do was wait and we would speak. Interesting. What I don't understand, though, is why we're talking at all. Unless keeping me alive is important for some reason. I have orders, and I am a cautious person. So am I, and I think we have room to negotiate. No, I am not authorized to make deals. Besides, I believe you have nowhere to go for help. In that situation, it is a rare man who goes to his enemy's door. So, yes, this is a social call. A warning. You have proven yourself capable, but pursuing this course of action will not serve you any longer. Go underground. Hide, but stay out of our way. Or else what? Or people you care about will start to die. We know you've been in contact with one of your fellow agents. That contact will die if you persist, and then we will kill you. Those are your terms. Allow you to carry out your mission, and I stay out of the way. Yes. You realize I would be betraying my country. Yes, and that does not change my terms. I understand your feelings, and I encourage you to set them aside. So we're done here. I leave Rome, leave you to your plan, and that's it. Yes. What you do next is up to you, but there are only two immediate choices. Leave, you live. Stay, you die.
You don't seem like the corporate stooge type. In fact, you seem like someone who doesn't take orders at all, especially from someone like Leyland. Are you questioning my loyalty? I am, but not in the way you think. I've read your dossier. From where I'm standing, it doesn't seem like Halbeck's any better than the governments that you've served with. In fact, they're like a government unto themselves, and if you think for a second that they give a rat's ass about their employees, then you're twice the fool. Do you seriously think they wouldn't leave you out to dry if they had to? Your attention to detail and history borders on obsessive. You may live through this after all. Leave Rome. If we see each other again, it will be the last time. Das war sehr, sehr interessant. Wir haben uns vor allem sehr gut mit ihm verstanden, auch wenn er uns mehr oder weniger in jeder Sekunde hätte umbringen können. Bonus Objective. Marburg expressed Administration for Agent Jordan's ability to keep a low profile in Rome, and Jordan has been so covert, Marburg hadn't known he'd even entered the town as recently, was auch eine Lüge sein könnte. The connection between Marburg's VCI, Halbeck, and our summit's presence in Rome is still unclear. Marburg threatened that any further investigation attempts would result in the death of Agent Jordan and anyone else allied with him. Upon returning to the safe house, Mina picked up a phone trace from a VCI employee working with Marburg attempting to contact the local authorities. New mission: gain contact in Madison, St. James.